So, meine Damen und Herren, kommen wir hier zurück zu einer Folge von natürlich Formel 1 Quali. Habe ich jetzt mal übersprungen und wir hören jetzt uns mal die Voicemail an und gucken mal, was unser Saisonziel ist. Hallo, Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Okay, wir sollen 18. werden oder höher und Alonso schlagen. Also wollen wir natürlich hoffen, dass alles gut geht. Also Alonso schlagen, glaube ich, wird okay sein. Oh, jetzt wird ich gefragt, ob ich telefonieren möchte. Nein, möchte ich nicht. Weil ich gerade zu tun habe. Ja, was machen wir hier mit? Ah. Okay. So, 18 bis 20 Minuten. Okay, gut. Alter, warum schließe ich das? Wir gehen mal ins Rennen. Das ist die erste Komponente, die wir komplett gewechselt haben. Ob jetzt die anderen verschleißen oder so, das weiß ich ja nicht. Die Fahrer und ihre Wagen stehen bereit und sie sind hoffentlich gespannt auf das Qualifying, das hier in Bahrain gleich losgehen wird. Wenn wir uns das Feld heute so ansehen, Stefan Römer, meinst du, irgendjemand wird es vielleicht mit der härteren Reifenmischung versuchen und die weichen Reifen mit mehr Grip für das morgige Rennen aufsparen? Das würde mich ehrlich gesagt überraschen. Nur die Teams an der Spitze hätten theoretisch das Tempo, um trotzdem vorne wegzufahren. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein großes Risiko. Der Startplatz ist das absolut Wichtigste und es zahlt sich meistens nicht aus, ihn für eine geringfügig bessere Strategie im Rennen zu opfern. Ich denke also, dass niemand es versuchen wird. Ich habe mich allerdings schon das ein oder andere Mal geirrt. Von Zeit zu Zeit sieht man solche riskanten Entscheidungen sehr wohl und manchmal zahlt sich das Spekulieren auch aus. Wenn ich allerdings selbst im Auto säße, würde ich mir ohne Zweifel den besten Reifen für die Qualifying-Runde aufziehen, den ich hätte. Ja, irgendwie schon. Deswegen, wir haben die SS-Reifen. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, aus dieser Session rauszukommen. Gib einfach dein Bestes. Wir gucken doch noch mal kurz, wie viel Benzin ich mit habe, dass wir ein bisschen fahren können, aber auch nicht zu viel. 11 Runden. So, da bin ich wieder. Durch den Einbau haben wir natürlich jetzt, habe ich gesehen, so gut wie keine Zeit mehr, deswegen müssen wir raus. Ja, scheiß drauf, wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Ein paar Runden können wir ja fahren mit unserem Benzin. Aber es wird schon enge. Qualifying 1. Müssen wir jedenfalls weiter vorne fahren, so dass wir... Nein, jetzt habe ich die Autoeinstellung noch. Scheiße! Ja, mein Pop-Up-Schuss, der kann gerade stören. Das war bloß jetzt meine Mutter gewesen, die mich angerufen hat. War nichts dringend Wichtiges. Nur, was sie Paket bringen sollten.
die GLS. Und haben gesagt, so gegen 13 Uhr kommen wir an. Die waren um 10 Uhr da und haben gesagt, nö, ihr seid nicht da. Gut, dann könnt man das Paket mitten in der Stadt abholen kommen. Also für die, die kein Auto hätten, das wären pure Scheiße. Also ist einfach nur wichtig, dass wir ein bisschen weiter vorne waren. Auch mit diesen Scheißeinstellungen müssen wir nur vorne fahren. Wir müssen ja nicht Platz 1 sein, aber erstmal jedenfalls Qualifying 3 noch erwischen. Ein bisschen auf Hülkenberg Abstand nehmen. Da fährt er langsam. Fährt langsam, okay. Wir fahren trotzdem noch schneller als vorhin. Ich nie gewartet, bis ich merke, dass Hülkenberg langsam fährt. Wenn wir noch schneller gewesen. Hey, das wird ja mal besser. Scheiße. Oh, so ein Dreck. Dann 2 Sekunden wären das gewesen. Locker 2 Sekunden besser gewesen. Oh, leck mich doch um meinen Arsch. Diese Runde bringt dich auf P5. Das will mir vollkommen reichen. Auch im Rennen. Da gibt es Punkte. Ich hätte Alonso eingeholt locker. Es gibt einen Haufen Bonuspunkte, einen Haufen Ansehen. Qualitätspunkte. Eine lilane Pluszeit. What the fuck? Box. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Boah, das geht gar nicht mehr.
Also nochmal schnell zu fahren, nee. Mit kompletten Flügel ab könntest du vergessen. Aber mit dem 5-Platz bin ich auch vollkommen zufrieden. Bei uns wurde 1%, das ist... Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. 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 Oh, zu schnell. Mann! Viel Zeit haben wir eh nicht mehr. Wir müssen für die Mino noch finden. Dann haben wir es mal 3 Tage vorproduziert. Und ja, was ich werde dann glaube ich erstmal telefonieren, dann wird irgendwann das Paket ankommen und mache ich es auch noch ein bisschen Zeit. 7 Minuten glaube ich steht dort. Ja. Wenn sie mir die Reifen repariert, den Flügel repariert haben, könnte ich nochmal raus. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Komm, schnell raus. Schnell raus, die letzten 5 Minuten, das sind 3-4 Runden. Nur da wische ich das nächste Qualifying auch locker. 3 Minuten. Ja, das sind 2 Runden noch ungefähr. Zeit rausholen. Eigentlich ist es jetzt egal. Am besten wäre glaube ich jetzt Reifenschuhe. Na wohl, Reifenschuhe, Motorschuhe mit. Ich krieg doch eh wieder neue Reifen. Aber wenn es dann noch geht. Bleib ich jetzt eigentlich ganz ruhig. Weil warum soll ich besser werden? Boxenshop. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Treibstoffinfo. Wir haben noch Benzin für etwa 6 Runden. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Wenn ich gucken, was das so alles gibt. Wiederhol das bitte. Der Funk stört. Ingenieurfunk. Wiederholen. Okay, geht in Ordnung. Hat eigentlich nichts gebracht rauszufahren. Weil wie gesagt, warum soll ich mich nochmal verbessern? Ergibt ja keinen Sinn, nicht wahr? In die nächste Runde komme ich ja sowieso. Ist ja nur noch wichtig, dass ich die nächste nochmal schaffe.
Gut. Ziel erreicht, ja gut, weiter. Nee. Ciao.